Beginnen heute Abend an diesem sehr brisanten Release-Freitag oder Release-Abend, wo unter anderem auch ein Kolle wieder gedroppt hat oder andere Größen wie zum Beispiel auch wieder Shindy. Wer weiß, ob der Song noch kommt oder nicht, ne? Steht noch irgendwo in den Sternen. Bei Shindy weißt du nie genau. Unter anderem haben sich auch Samra und Mero nicht lumpen lassen und sich zusammengetan, um den Song Karma uns zu präsentieren. 2,5 Minuten ist eine gute Länge für ein Deutschrap-Feature im Jahre 2023. Also länger möchten wir ein Feature auch gar nicht haben. Liken, Support ist kein Mord. Produziert ist der Bums von Mike the Maker. Schöne Grüße gehen raus. Samra sowie Mero können beide unglaublich gut rappen. Haben das auch schon sehr oft sehr gut bewiesen. Das Problem ist, beide Künstler, Samra sowie Mero auch, haben uns auch schon oft genug bewiesen, dass sie auch das Gegenteil machen können. Sie können den Song auch unglaublich gegen die Wand fahren. Samra hat sich die letzten Monate positiv gesteigert, ist auf dem aufsteigenden Ast. Mero sowieso die letzten Releases, ey, gar nicht mehr vergleichbar mit seinen Anfängen. So mit Yahero, Yamero und Balalo, lo, 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 los und so weiter und so fort, ne? Dementsprechend gehe ich da mit einer guten Einstellung irgendwie in Karma rein. Also, Samra, Mero, Karma, Abfahrt. Früher haben sie gelacht, weil ich muss im Bahn fuhr. Heute sitze ich im Buch, Sticker, das ist Karma. Der Wert von eurer Wohnung ist der Preis von meiner Uhr. Denn seitdem ich retten kann, mache ich Sparer. Okay, warte mal. Der Drop kam jetzt ganz kurz ein bisschen unerwartet. Das ist aber irgendwie die Hook. Also, ich hoffe mal, das ist irgendwie die Hook, weil die geht ohne Lelele, lalala, ganz gut ins Ohr. Und wenn wir bei einem Samra und Mero Ding keine Lelele lalala Audio Hook haben, ist es schon die halbe Miete. Ist schon mal sehr gut. Also Real Talk, sehr, sehr gut. Jetzt müssen nur noch die Parts gut passen und ich hoffe, wir kriegen nur 2 12er, keine 2 16er. Also 2 16er wären ja viel zu viel eigentlich. 16 Bars sind viel zu viel. Also ich will maximal nur 2 12er. Davon sollen die letzten 4 aber auch schon wieder irgendwie in die Pre-Hook gehen. Also effektiv haben wir nur 8 Bars gerappt, so wisst ihr, ich meine. Ist schon viel besser. Und das ist der Grund, warum ihn keiner hier mag. Bruder, guck, es sind Mero, Samra. Seitdem wir rappen können, machen wir Para. Okay, das ist schon mal, also für mich ist es auf jeden Fall ein Pluspunkt, ne? Ich habe mich damit abgefunden, dass Samra nicht mehr an alte Songs anknüpfen kann und anknüpfen möchte so. Also das, ich meine damit Roadrunner, Rohdiamant, Instinkte oder der Hades-Part auch, ne? Das ist, ich habe mich damit abgefunden, dass das so nicht mehr kommen wird. Aber ich sehe auch jetzt schon wieder zu anderen Samra-Releases, wie zum Beispiel LV oder Amin, die gottlos Müll waren einfach, dass er im Gegensatz zu diesen Songs auch schon wieder bessere Songs jetzt, die letzten Releases, gebracht hat und wirklich dahingehend auf dem aufsteigenden Ast. Ist. Hier zeigt er mir das schon wieder, dass der wirklich wieder Bock am Rappen hat irgendwie. Wisst ihr, ich meine, am Rappen und nicht irgendwelche lalala, lelele, halblebigen Hooks auf Autotune kicken. So, wisst ihr, ich meine, das kann jeder irgendwo so. Dass er wirklich wieder Bock hat zu rappen und wenn Samra wirklich Bock hat zu rappen, dann können viele einpacken. Ich hab auf der Bühne schon gefreestylt mit 13. Nagelneuer Porsche, Farbe so wie Eismann. Ich will nicht flexen, aber muss, weil ich die Eins bin. Okay, das ist halt so, also so Flex-Lines und dass sie die Leute hassen irgendwie, weil sie irgendwo in den Charts oben sind, sind so. Mir ist schon bewusst, dass du als erfolgreicher Deutschrapper mit 3-4 Millionen monatlichen Hörern den ein oder anderen Taler übrig hast, ne? Mir ist schon bewusst, dass du gut was beiseite hast und rich bist, reich bist, ne? Jeder definiert Reichtum anders so, aber damit noch flexen muss jetzt nicht unbedingt sein, sag ich so, wie es ist. Keiner kann mich testen, wir gehen über Grenzen von Berlin bis nach Hessen. Diamond Baguettes, Samra macht Cash. So viele Rapper, aber keine Konkurrenz. Der Beat ist schon böse, sag mal. Ehrlich, der Beat hat schon böse in sich. Also wir haben wirklich einen sehr minimalistischen Beat. Dadurch hat Samra sowie Mero jetzt in dem Fall genug Platz drauf. Und ich muss mich revidieren. Er sagt nicht, er muss flexen, weil er reich ist. Sondern er sagt, er muss flexen, weil er die Eins ist. So oder so muss man nicht unbedingt flexen, so. Eben wenn du die Eins bist, weiß eh jeder, du hast es drauf. Da musst du nicht noch extra flexen, so. Wie soll ich meinen? Ich hab 99 Problems, aber Geld ist keins. Samra Mero aus dem Ghetto gekommen. Heute Nobel Restaurant, so wie schon die Combs. Digga, guck mal, ich meine halt, wenn Samra wirklich Bock hat zu rappen, dann können da auch nicht viele mithalten, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ne? Und es geht auch gerade gut in diese Richtung. Ich mag auch immer wieder, wie der Beat quasi kurz weggeht und Samra kurz komplett so rappen lässt und dastehen lässt, quasi a cappella, so ganz kurz nur, irgendwie so ein Break von, keine Ahnung, 1 oder 2 Takten und dann der Beat wieder reinkommt, quasi als kurzen Beatbreak genutzt wurde. Und wenn Samra wirklich Bock hat zu rappen, dann können da nicht viele mithalten. Und ich bin sehr froh, dass es in diese Richtung geht und ich nicht hier sitze und
mich zusammenreißen muss, damit ich nicht irgendwelche ganz harte Kritik vom Stapel lasse. Wisst ihr, ich meine? Aber das geht in eine sehr gute Richtung. Mehr, Digga, ich bin sehr gespannt auf Mero, ohne Witz. Guck mal, das ist gut. Bin der größte Motherfucker, den Deutschland je gesehen hat. Diese kleine Pause oder ja, diese Betonung, wie er sich da um den Beat schlängelt. Bin der größte Motherfucker, den Deutschland je gesehen hat. Das ist nice betont. Größte Motherfucker, den Deutschland je gesehen hat. Wir gelten Status so wie Johnny O. Wir sind krasser als die Rolling Stones. Früher haben sie gelacht. Okay. Auch, guck mal, wir haben nur Pluspunkte heute, also Real Talk, diese kleine Kritik, die ich am Anfang gesagt habe mit diesen Flex-Lines und so weiter und so fort. Er will nicht flexen, aber er muss, weil er die Eins ist. Das sind so Zeilen, mit denen ich mich auch noch abfinden muss, so. Es gehört halt irgendwie zum Samra-Repertoire heutzutage, so Zeilen immer mal wieder einzustreuen. Aber ich bin da jetzt wirklich kein Fan davon. Aber sonst, wir haben kein Lelele-Lalala, wir haben auch keine wirkliche Pre-Hook. Wir gehen jetzt nahtlos direkt in die Hook über wieder, aus einem sehr strammen Part, der wirklich auch, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, aber das müsste wirklich ein 16er gewesen sein, rein von der Länge her so. Wir haben jetzt eine kurze Hook und jetzt kommt Mero, Bro. Also, hättest du mir gesagt, Samra hat hier drauf ein Feature mit dem Beat. Schätz mal, wen er als Feature gewählt hat oder als Feature auf dem Song hat. Ich hätte alle aufgezählt, aber als letztes Mero. Ich hätte Mero gar nicht aufgezählt. Ich kann mir den null vorstellen. Heute sitze ich im Buch, Dicker, das ist Karma. Der Wert von eurer Wohnung ist der Preis von meiner Uhr. Denn seitdem ich schmecken kann, mache ich Sparer. Ich mag auch die Szene in diesem Asialaden, wisst ihr, ich meine, wo er diese Garnelen quasi grillt und einfach mit seinen Dingern, mit diesen Pfannenwändern einfach hin und her ein bisschen wischt. Einfach sehr sympathisch irgendwie. Luciano wäre auch wild. Auf dem Ding meinst du? Stimmt, Luciano. Aber Luciano kommt überall mächtig, weil der Bruder hat so eine breite Stimme, so eine einnehmende Stimme irgendwie. Der kommt überall gut. Guck mal hier, ich meine diese Szene, wie er da so ein bisschen hin und her fuchtelt. Und das ist der Grund, warum ihn keiner hier mag. Bruder, guck, es sind Mero Samra. Seitdem wir rappen können, machen wir Para. Stimmt, Bro. Haftbefehl auf dem Ding wäre geisteskrank. Real Talk. Hafti auf dem Ding? Ich höre schon dieses Adlib. Oh! Hafti darauf wäre geisteskrank. Aber jetzt kommt Mero, Bro. Und wir haben schon den ein oder anderen Mero, den ein oder anderen strammen Mero-Part gehört, wo er wirklich knackig gerappt hat, so, ne? Das Problem ist, bei ihm, so wie bei Samra auch, dass er mir oft genug gezeigt hat, dass er Songs auch komplett verkacken kann. Samra hat hier mir gerade gezeigt, dass er wirklich Bock hat zu rappen, so. Und wie gesagt, wenn Samra Bock hat zu rappen, können da wenig mithalten, so. Real Talk. Jetzt kommt Mero. Ich hoffe, ich kann über ihn das Gleiche sagen gleich. Seitdem ich rappen kann, hat sich alles gechanged. Von monatlich 7 Scheine zu über 100 K. Digga, er rappt es aber auch gut. Er rappt es aber auch gut. Seitdem ich rappen kann, hat sich alles gechanged. Hat sich alles gechanged. Monatlich 7 Scheine zu über 100 K. Zu über 100 K. Guck mal, wie er über 100 K betont. Und jetzt dieses Adlib. Wow, zu über 100k. Wow, das ist, ey, der steigt stramm ein. Bin reich mit Anfang 20, du Hurensohn. Während du hatest, lass ich gerade meinen Urus holen. Richard mit Patti, kennst du? Okay, Hurensohn auf Urus holen. Die Welt hat schon bessere Reime gesehen, aber das will man jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Man ist schon froh genug, dass beide jetzt hier ultra hart auf dem Ding kommen, sag mal so, wie es ist. Keine Lele, lalala, überhaupt gar nicht so gut. Vielleicht in der B-Hook ein bisschen Autotune drin, aber gut. Jede Hip-Hop-Produktion hat irgendwo heute Autotune drin. Kann ich euch so schriftlich geben. Aber Digga, ich sag euch ehrlich, Betonung auch on point bei Mero. Ich mag Mero nicht, aber sein Part ist cool. Bis Minute 1,56, ab da ist Absturz. Oh yeah. Richard mit Patti, kennst du die Uhren schon? Ich glaube nicht, guck auf die Preise mit deinem Google Phone. Aber das ist auch nice eigentlich. Digga, die Reime sind gut. Huren so auf Urus holen, Uhren holen. Und was war der letzte? Digga, er packt da gute Reime rein eigentlich. Richard mit Patti, kennst du die Uhren schon? Ich glaube. Kennst du die Uhren schon? Ich kenn sie nicht, da Patek so ein bisschen aus meinem Budget rausfällt, so, aber nur ganz leicht. Aber ich guck auf die Preise mit deinem Google Phone. Du guckst auf die Preise mit deinem Google Phone. Ist eigentlich nice, Real Talk. Ich kam Private Jet. God bless. Wir sind blessed. Von BLM bis FFM. Samra Mero Block Boys, jeder kennt. Da der Beat so leer ist, kommt halt jeder Drop, jedes Mal, wenn Kick und 808 zusammen spielen, die eigentlich durchgehend zusammen spielen. Also 808 steht nie allein eigentlich da, sondern immer gepaart quasi mit der Kick oben drauf. Dadurch kommt es halt unglaublich krass drauf, weil der Beat oder die Produktion so relativ minimalistisch ist. Also wir haben Kick, 808, die Rim drin, wir haben vielleicht hier und da vielleicht eine kleine Head oder ein Perk drin oder sowas. Mehr auch nicht. Und dadurch kommt jeder Drop behindert krass. Also wirklich, so viel Dynamik drin und hier und da und dann hat man hier einen Beat-Switch und da eine Betonung, das ist echt gut eigentlich. So viele Arschungs auf meinem Sally, Upa-Penny, du bist völlig beschwingt, Fuß mit der Sally, ja. Ja, okay. Ah, Bro, es ist so gewöhnungsbedürftig. Aber warte, man muss ein bisschen reinkommen. Du bist verliebt, ich schwing Fuß mit der Seite, ja. Du trägst den Soß, weil ich mag es. Ich frag mich, was das für ein Arsch ist. Ja, uff, ja.
Okay, ja, ich gehe mit dem Kommentar mit, ab 1,56 bisschen Absturz. Also es ist nicht komplett Absturz so, aber ich bin auch ganz ehrlich, diese kleine Passage jetzt hier hätte nicht sein müssen. Hätte überhaupt nicht sein müssen. Man hätte direkt irgendwie jetzt in die Hook gehen können, die jetzt gleich kommt, weil diese Passage wird dem Song auch gerade irgendwie meiner Meinung nach nicht gerecht. So, wisst ihr, ich meine? Heute sitze ich im Hof, Digga, das ist Karma. Der Wert von eurer Wohnung ist der Preis von meiner Uhr. Denn seitdem ich retten kann, mache ich Sparer. Also wie gesagt, man hätte direkt hier in die Hook gehen können, ohne jetzt diese Auto-Tune, Pre-Hook, so. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Ein bisschen Abwechslung ist drin, könnte man vielleicht da als groben Pluspunkt werten, so. Für mich hätte es da nicht sein müssen. Schreibt mir es aber gerne mal in die Kommentare. Bruder, guck, es sind Meros. Seitdem wir retten können, machen wir Para. Geisteskrank. Okay, das war Karma von Samra und Mero. Was soll ich sagen? Übermächtiger Beat. Samra nicht in Top-Top-Form, aber in super, super guter Form. So wie Mero auch. Das einzige Ding, was ich ein bisschen kritisieren würde jetzt hier auch, aber das ist wirklich Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, sind vielleicht diese 4-Takte-Autotune, was Mero da vor der letzten Hook hingelegt hat. Wisst ihr, ich meine, muss nicht unbedingt, unbedingt, unbedingt sein so. Aber der Chat sagt auch schon, Abwechslung muss sein, die 4 Takte gehen klar und so weiter und so fort. Dementsprechend, hey, guck mal, ist besser, als ich es erwartet habe. Real Talk, und das sagt schon viel, viel aus. Besser, als ich es erwartet habe, wirklich Top-Ding, ohne Witz.